سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Wie geht's dir, Bruder? Gut, mir geht's gut. Alhamdulillah. Wie heißt du? Isa. Wie alt bist du, Achi? 23. Masha, du bist deutscher Bruder, ne? Ja. Wie bist du aufgewachsen? Warst du schon immer Muslim? Nein, ich bin nicht muslimisch aufgewachsen. Ich bin eigentlich in guten Verhältnissen aufgewachsen. Ich habe immer bekommen, was ich wollte. Und meine Eltern, meine Mutter ist Katholik, mein Vater evangelisch, aber sie sind nicht so gläubig halt. Ja, und ich bin getauft worden und ja, jetzt bin ich aber Muslim, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ja, also deine Eltern waren zwar, sind Christen, aber nicht so stark religiös. Ja, genau. Du wurdest zwar getauft, aber du bist wahrscheinlich nie in die Kirche gegangen. Als Kind, du gehst in die Kirche. Mhm. Und meine Mutter ist Katholik, das heißt, sie glaubt bestimmt ein bisschen mehr wie mein Vater, aber was soll ich machen? Ach, also deine Mutter war mehr gläubiger als dein Vater. Subhanallah. Ja. Und hast du schon immer an die Trinität geglaubt, dass Jesus Gott ist, Gottes Sohn, oder wie hast du das damals gesehen? Ja, als kleines Kind nicht so wirklich. Ich habe zum Beispiel mit 16 Jahren, habe ich mir die Bibel gekauft, habe das gelesen und glaubte auch daran. Das ist so, wenn du die Bibel liest, du glaubst daran, dass Isa, also Jesus, dass er in irgendeiner Beziehung, dass er höher ist als jeder Mensch, als jeder Engel, dass er fast Gott wie Gott ist. Mhm. Und als Christ, du glaubst das einfach. Deswegen, ich glaubte das auch. Dass Jesus eine Art Beschützer auch ist. Ja. Yeah. Subhanallah. Wann kam so die Wandlung, dass du angefangen hast, dich dem Christentum abzuwenden und dich dem Islam zu wenden? Es war ungefähr so mit, jetzt bin ich 23, mit 16 habe ich die Bibel gekauft, ungefähr mit 20. Ungefähr, ich habe mich auch über Islam schlau gemacht, habe auch das gelesen. Ich sage dir ehrlich, als ich noch Christ war, ich habe den Koran gelesen, ich musste einfach weinen. Ich glaubte da nicht dran und ich musste einfach trotzdem weinen, weil da Sachen drinstehen, du musst einfach weinen. Also du hast dir erst eine Bibel geholt, aber das hat dich nicht so berührt. Auch, ja, aber du musst an einen Gott glauben, nicht dass es gibt Mensch Gott und Gott. Es gibt nur Allah als Gott. Wie bist du an die Koranübersetzung gekommen? Ja, mein Bruder, der hat mir das mitgebracht. Mhm. Ich bin auch durch ihn. Also ein Bruder im Islam, ein Freund von dir. Ein Bruder im Islam. Ich bin auch durch ihn. Was Landsmann war er? Er ist Äthiopier. Äthiopier auch Konvertierter, ja, oder? Ja. Wir waren auch Christen vorher. Wir haben immer geredet und dann wurde er Muslim. Mhm. Und das irgendwie, ich konnte damit am Anfang leben, okay. Aber später, ich konnte irgendwie nicht mehr damit leben. Ich dachte mir so, warum ist er Muslim? Und er hält sich daran, er betet fünfmal, er hält sich dran, er nimmt ernst. Ja, yeah. Dann dachte ich mir so, stimmt das jetzt wirklich? Ich muss noch mehr, weil ich habe immer viel gelesen. Hm. Diese Religion, ich habe über viele Sachen gelesen. Und ihr habt viel diskutiert gehabt, oder wie? Wer hat immer die Diskussionen gewonnen? Ja, eigentlich beide. Wir hatten beide viel gelesen. Wir haben immer von dieser rezitiert. Diese rezitiert, beides rezitiert, weißt du? Ja, aber am Ende hat er bessere Argumente quasi gehabt und konnte ich Islam rüberziehen. Hat gewonnen, wird gewinnen, immer. Subhanallah, Subhanallah. Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Wo bist du dann konvertiert? Ja. Oder wo hast du dir beziehungsweise den Entschluss gezogen zu konvertieren? Das war einfach so ein Gefühl aus, als ich dann fünfmal gebetet habe und das auch immer gemacht habe, jeden Tag. Von da an, es war alles besser. Ich habe Arbeit gefunden. Ich habe immer gesagt, Alhamdulillah, alles war gut. Alhamdulillah, ja, also, du hast die Frage, glaube ich, nicht verstanden. Wann hast du den Entschluss gezogen? Ach so, zu, ja. Nochmal. Wann hast du dir den Entschluss gezogen, zum Islam zu konvertieren? Ja, und das war ungefähr, ja, als ich merkte, dass alles besser wurde, dass, wenn ich daran glaube, dass nur ein Gott gibt, ja, und ich muss davor keine Angst haben. Eigentlich, manche Sachen, du kriegst davor Angst, wenn du das glaubst. Zum Beispiel, wenn in der Bibel steht, du musst daran glauben, dass es einen Vater gibt, einen Sohn, und du kriegst Angst, wenn du das nicht glaubst.
im Islam, du musst keine Angst haben, dass es einen Gott gibt und dass die ganzen Propheten seine Gesandten sind. Du musst davor keine Angst haben. Und wenn du das erstmal glaubst und das fünfmal betest und du immer diese arabischen Sachen sagst, Subhanallah, Alhamdulillah, dann du hast keine Angst mehr, du fürchtest nicht, du außer Allah, weißt du? Subhanallah, und danach hast du dir gedacht, okay, ich muss jetzt zum Islam konvertieren. Wo hast du den Islam dann angenommen? Ich habe eigentlich mehrmals. Ich habe in der türkischen Moschee einmal gemacht, also Shahada gesagt, vor zwei Zeugen. Im Konsulat, auch marokkanisches Konsulat, vor der Familie, überall halt. Ich habe auch meiner Mutter das gesagt. Also hast du mehrmals die Shahada ausgesprochen, ja, vor den Leuten, subhanallah. Ja, mashallah, das hört sich wirklich sehr schön an. Wie lange bist du jetzt insgesamt Muslim? Ich bin jetzt ungefähr ein halbes Jahr, vielleicht auch ein bisschen länger. Hast du direkt, so richtig. Du hast dir direkt Bart wachsen lassen, mashallah, dich zu folgen. Ja. Versuch so gut wie möglich die Sunna zu folgen. Betest auch fünfmal am Tag regelmäßig. Ja. Machst sogar Dauer ein bisschen, Spanner habe ich gesehen. Ja, Bruder, wallah, riesengroßen Respekt. Das ist mit der Sunna, ja. Ich habe das schon ein bisschen vorher gelernt, was es da alles gibt. Zum Beispiel unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Der hat sich einen Bart wachsen lassen, der betet nicht nur zwei Rakat in der Früh, er macht vier Rakat. Weißt du, das. Und das habe ich schon vorher gewusst und habe es danach aber angewendet, als ich dann ein richtiger Muslim war. Deswegen. Und das Bart wachsen, das ist einfach Sunna, weißt du? Die Muslime machen das, manche machen. Fühlst du dich glücklich? Ja, ich fühle mich auf jeden Fall besser. Alhamdulillah, Bruder. Besser wie alles andere, Achi. Ja, Bruder, mashallah, echt eine schöne Geschichte. Und man sieht, du liebst den Islam. Aber guck mal, es gibt draußen Geschwister, sie beten nicht. Fünfmal am Tag, sie gehen vielleicht noch in Shisha-Bars oder treffen sich mit Frauen oder treffen sich mit Männern, je nachdem. Was würdest du deinen Geschwistern im Islam raten? Ja, liebe Geschwister, ich kann euch empfehlen, nur wenn ihr behauptet, wenn euch jemand fragt, ja, seid ihr Muslime oder seid ihr Christen, dann sagt ihr, ihr seid Muslime, dass ihr das auch wirklich dann seid. Allah weiß, ob ihr das seid oder nicht. Allah weiß, wenn ihr da etwas sagt oder wenn ihr etwas nicht sagt. Er weiß, was hier drin ist, er weiß, was aus eurem Mund rauskommt. Betet fünfmal am Tag, ihr werdet vor allem sicher sein. Wie hast du fünfmal am Tag beten gelernt? Also wie hast du das Gebet an sich gelernt? Mein Bruder wieder, er hat mir so ein Buch gegeben. Das war kostenlos. Da steht auf Arabisch, in deutschen Buchstaben, auch auf Arabisch. Was du sagst, wie du es machst, er hat es mir auch gezeigt. Perfekt, er hat mir alles gezeigt. Subhanallah. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass viele Muslime einfach nur beten und daran glauben und dass sie morgens aufstehen beten, abends einschlafen und vorher beten. Und ihr Leben wird besser. Inshallah. Inshallah, ich danke dir, Bruder. Wir gerade uns allen Jannah al-Firdaus vereinen. Inshallah. Amin, ya Rabbi. Salam alaikum. Salam alaikum.